Ich beginne am Anfang. Das Buch hat auch dahingehend eine zweite Ebene, dass Texte auftauchen, wo dann erst später klar wird, von wem die stammen. Und die schieben sich so immer zwischen die Erzählung hinein und ich beginne jetzt auch damit. Am Rand des Wahnsinns das Licht abgedreht. Der Tag beginnt mit einer Weißblende. Die abwaschbaren Wände des Zimmers halten still. Das ist eine Frage der Zeit, ich weiß, aber heute, ganz bestimmt, sage ich Ihnen die Wahrheit. Zeit zu gehen, kein Schmerz, nur ein leichtes Ziehen hinter den Augen. Das Türschloss bewegt sich. Ein Scharren in den fiktiven Startlöchern dieses unheilvollen Tages. Sitze hier seit Tagen, Wochen, zwischen unsteten Raumgrenzen, kämpfe gegen den unabwendbaren Kurzschluss an, während sie eine Pille nach der anderen ausprobieren, mich die Anfälle protokollieren lassen, ich mir den Stift in den Hals ramme, in die Handgelenke, zwischen die Beine. Nichts hilft. Die Tür zu meinem Bewusstsein geht jeden Tag einen Wimpernschlag schneller zu. Ich kann auch Licht erkennen, aber nichts als Neon. Ein Gleißen, das dir Hören und Sehen vergeht, Tag und Nacht. Ich will die Augen gar nicht mehr aufmachen. Die weißen Wände, die sich in der Unendlichkeit schneiden, reflektieren den blauen Linoleumboden, in den die trägen Räder der Krankenhausbetten viel zu tiefe Rillen gekerbt haben. Alles laufen lassen steht auf diesem Schild, das nur schemenhaft über der Szene hängt. Wer hat das eingeblendet? Aber da wirken schon diese Plastikpillen, die wie Kondome schmecken, wenn man sie nicht schnell genug runterschluckt. Endstation, endloser Korridor. Im Unendlichen schneiden sich die anständigsten Kinder ins Fleisch. Nervensommer. Hier, in diesem dreifaltigen Tal, Autobahn, Hochspannungsleitung, Zugstrecke, gehört das unbändige, durch nichts aus dem Unterbewusstsein zu löschende Rauschen zum Inventar der Tage wie der Nächte. Das Rattern der Eisenbahn, die in keinem der Orte hier in der Gegend mehr Halt macht, mischt sich an heißen Sommerabenden mit dem elektrischen Sirren zwischen den dünnen Drähten, die sich viel zu tief über die Häuser spannen. Als nicht kontrollierbare Baseline, das gleichmäßige an- und abschwellende Brummen der Autos, die jede Geschwindigkeitsbegrenzung hinter sich gelassen haben. Dabei gibt es hier nicht mal eine eigene Autobahnabfahrt. Wir sind das Durchzugsgebiet. Wir kommen die Durchreisenden nicht zu sehen, können nicht zusteigen, von einem Ort zum anderen fahren. Die Bahnstrecke ist jenen vorbehalten, die von weit kommen und nach weit fahren. Wir sind Wartende, wenn überhaupt, manche lassen sich das nicht gefallen. Fahren mit den Bussen, den Traktoren, den klapprigen Fahrrädern von A nach B, nur um wieder umzukehren. Dieses Tal verfügt über mehrere Ausgänge, schmale Schluchten, durch die sich steile Bergstraßen schlängeln, von denen mehrmals im Jahr, meistens nachts oder bei Schneefall, die aufgemotzten Autos der jungen Männer abkommen, die den Kraftaufwand, hier herauszukommen, unterschätzen. Ihre Fahrzeuge prallen gegen die Leitschienen, die viel zu niedrigen Steinmauern, gleiten unter elektrischen Viehzäunen hindurch und zerschellen tief unten. Oft werden sie erst nach Stunden entdeckt. Dann kommt der Hubschrauber. Meist ist es ja doch zu spät. Dennoch bleibt das eigene Auto hier das Maß aller Dinge. Für seine Anschaffung werden schon im Kindesalter Bausparverträge angelegt. Die Großeltern zahlen zu Weihnachten, zum Geburtstag, ja sogar zu Ostern große Beträge ein, damit pünktlich zum 18. Geburtstag ein weiteres Auto vor den Garagen in den Einfahrten stehen kann, damit man zumindest ins Nachbardorf fahren kann oder der ersten Freundin vorgaukeln, ihr irgendwo hinter den schneebedeckten Gipfeln eine neue Chance bieten zu können. Hier, zwischen diesen viel zu hohen Hügelketten, die den Wolken ihre Kontur streitig machen, bin ich schon längst nicht mehr Kind, habe es aber, wenn es nach Vater geht, noch möglichst lang zu bleiben. Ich tue ihm den Gefallen. Ich habe nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Unser Hof liegt direkt an der Hauptstraße von Unteraubach. Die vielleicht nie strahlend weiß gewesene Wand ist bis zu den Fenstern mit braunem Abwasser bespritzt, das vorbeifahrende Autos und Vaters Traktor über Jahre hinweg von der Straße verdrängt haben. Dahinter,
die Scheune, der Stall, Unrat, dann gleich der Hang, der steil in die Berge führt. Jedes Blumenbeet, der Gemüsegarten, meine alte Sandkiste, jede gerade Fläche muss aufgeschüttet werden, mit Brettern abgesichert, nur um ein wenig Waagerechte zu schaffen, die daran erinnert, dass nicht alles hier in der Gegend in Schräglage geschehen kann. Auf der dem Hang zugewandten Seite, von der Straße nicht einsehbar, die Haustür, die stets nur angelehnt ist, die in den dunklen, herrlich kühlen Vorraum führt, in dem ich so gern barfuß gehe. Der Zugang zum Keller befindet sich außerhalb des Hauses. Wie in diesen amerikanischen Filmen, mit in den Boden eingelassener Klapptüre, aber dahinter findet sich kein Luftschutzraum, kein Panic Room, keine Überlebenskapsel für den Ernstfall. Wir fürchten uns vor nichts. Der eiserne Vorhang ist gefallen, bevor ich geboren wurde. Luftangriffe waren hier stets nur ein Mythos. Der Keller ist gemauert und feucht und die Glühbirne hält immer nur ein paar Wochen bis zum nächsten Kurzschluss. Ein Keller, der jeglicher schauriger Romantik entbehrt. H.C. Artmanns Unbekannter mit der zittrigen Hand ist hier unvorstellbar, die Tür stets mit einem Vorhangschloss versperrt und nur Vater und ich wissen, wo sich der Schlüssel befindet. Aber vor Kinderverzagern ist auch dieses Tal nicht gefeit. Mindestens einmal pro Schuljahr kommt die Direktorin mit düsterer Miene und schlechten Nachrichten in die Klassenzimmer, tritt von einem Bein auf das andere und redet um den heißen Brei herum. Wir sollen zu niemandem ins Auto steigen und keine Süßigkeiten von Freunden nehmen. Und das Internet? Ja, das Internet. Alles Fremde ist gefährlich, hier in diesem Spalt zwischen den Bergen, der einst, ich kann nicht nachvollziehen, warum, besiedelt wurde. Dieser ewige Schatten macht die Gemüter trübe. Für einen Missbrauch braucht man sich hier nicht erst im Netz zu verfangen. Gleich, gleicher hier. Das Putzmittel, das die Frauen, die auch das Essen verteilen, viel zu hoch dosiert in die mit lauwarmem Wasser gefüllten Eimer schütten, beißt am Gaumen, treibt mir die Tränen in die Augen, bevor ich auch nur ans Frühstück denken kann. Durch die Wände hindurch höre ich das Schmatzen der Gesundheitsschuhe, die auf dem spiegelglatten, feuchten Boden gerillte Abdrücke hinterlassen, die den Korridor nie ganz unberührt wirken lassen, auch wenn der Putztrupp noch im Gegenlicht am Horizont zu sehen ist. Es wird hier ganz einfach nie sauber sein, denke ich mir, während ich versuche, das hinten verschnürte Nachthemd zu öffnen, um den verschwitzten, hellgelben Stoff der Nacht gegen die ebenfalls verschwitzte, blassblaue Tagesgarderobe zu tauschen. Drei Knöpfe vorne, um den Bauch herum viel zu weit. Eigene Kleidung ist nicht erlaubt, das kann ich verstehen, sonst würden sich die Unterschiede zeigen. Würde man sehen, welche Frauen Röcke tragen und welche Hosen. Die groß geblümten Blusen der Hausfrauen mit Burnout gegen die schwarze Einheitskluft all jener, die sich ja eigentlich dem Kunstbetrieb entrissen fühlen, entwurzelt den Wahnsinn als längst gesellschaftlich anerkannten Teil ihrer Persönlichkeit verinnerlicht hatten, bis nun ja einer das Gegenteil behauptete. Der Wahnsinn nach außen gekehrt wurde, jemand anders für zuständig erklärt, eine Heilung als das oberste Ziel ausgesprochen wurde. Oder die Junkies, die sie hierher schicken, die mittlerweile gar nicht mehr in ihre engen Jeans passen würden, weil sie gemästet werden, weil es zum Entzug dazugehört und zum neuen Leben, das Essen. Wir sind hier alle gleich, das sagte man mir am ersten Tag. Es gibt keine Rangordnung, keine Bevorzugung oder Benachteiligung nach Bildungsgrad, Kontostand, Einlieferungsgrund. Einer der anderen, die hier ebenso wie ich auf den unvorhersehbaren Ausgang der Dinge warten, hat sich bewegt. Das Licht draußen auf dem Gang flattert, geht jedoch nicht wirklich an. Schritte hallen, aber es kommt einfach keiner ins Bild. Das Zimmer mit Aussicht leuchtet. Keine Aussicht auf Besserung. Jemand hat das Bettgestell rot lackiert. An den Wänden Zeichnungen, die irgendjemandem wohl einmal das Leben gerettet haben. Die Schubladen stehen offen. Jemand hat das Neue Testament entfernt. Das Fernsehkabel auf. Der Arzt, den Sie ebenfalls vor dem Frühstück vorbeischicken, wird sich setzen, meine Hand berühren, meine Hand seine Hose, hier kann ich nicht bleiben. Ein Kuss auf die Stirn, Entlassungspapiere, suchen Sie sich ein Kloster. Die Tabletten mit Kondomgeschmack gibt es auf Lebenszeit dazu.
Das wird dich an mich erinnern. Immer. Hörst du? Es ist dieses kurze, atemlose Innehalten, das schnelle Niederschlagen der Augen und der darauf folgende vorwurfsvolle Blick an eine beliebige Wand des Zimmers, der sie von Anfang an kenntlich macht. Wer von Vaters Freunden der Erste war, der mich weder ignorierte noch wie ein Kleinkind behandelte, kann ich nicht mehr sagen. Ein leichtes die Einübung, diese Momente noch vor ihrem Entstehen zu erfassen und im Laufe ihres Besuchs in unserem Haus bis an jene Bruchstelle auszureizen, wo irgendwas passieren muss. Als nichtsahnendes Mädchen schützt dich die milchige Aura einer vorausgesetzten Unschuld selbst über den Moment jeglicher Grenzüberschreitung hinweg, sodass sie es hernach nicht einmal zu glauben wagen und das Geschehene einen feuchten Traum in einer der mondlosen Nächte zwischen den steilen Bergkämmen dieser beunruhigenden Gegend zuordnen. Das sonntägliche Kartenspiel nach dem Kirchgang, das jahreszeitabhängige Holzhacken, Heuernten, Dach reparieren oder immer häufiger werdende Bier trinken, wenn es endlich dämmert, wird dem Mädchen zur Spielwiese. Das sich langsam fortastende Ausloten der Grenzen geschieht in völliger Deckung. Alles kann, ja muss Zufall gewesen sein. Jede zugewandte Geste ein kindlicher Fehltritt in unbekannte Gefilde, die noch in weite Zukunft liegen. Bei Regen verschwimmen die Grenzen, rückt der Himmel näher an die Gipfel und die Gipfel verschwinden im Nebel. Ist der Schauer überstanden, tritt die Vorstellungskraft auf den Plan. Der Theaternebel hebt sich von den Niederungen, gibt den Kirchturm frei, den Schornstein der Fabrik und bleibt unter dem Schnürboden hängen, wo er die realen Begrenzungen des Raums aufhebt. Bricht dann gar noch die Sonne durch die graumelierten Wolkenberge, wird das Grün wieder zu Grün, das Blau zu Blau und für einen Moment übertönen die Kuhglocken das Dröhnen der Autobahn. Minuten, in denen sich erahnen lässt, wie es einmal gewesen sein muss. Im stillen Tal, den Blick auf den schmalen Waldstreifen, die die Viehweiden von den Feldern trennten. Allein das Wissen, dass sich dahinter Leben befindet, beruhigt. An einem klaren Frühsommertag konzentriert sich diese Bedrohlichkeit der Umgebung jedoch unvermutet in einem einzigen Bild. Unsere Direktorin, wie sie ohne anzuklopfen die Klasse betritt, es plötzlich still wird, sie tief einatmet, einen kurzen Blick mit Frau Hofgatterer wechselt, die ihre Arme hilflos am Körper baumeln lässt und mit gepresster Stimme in die Runde fragt, ob jemand etwas von Jasmin gehört hat. Jasmin, dem zierlichen Mädchen mit der rauen Stimme, den verfilzten Locken und den pinken Lippenstift, der als ungewollter Fremdkörper in ihrem Gesicht taumelt. Sie sei gestern nach der Schule nicht nach Hause gekommen, sagt die Direktorin in die plötzliche Stille hinein. Das Handy sei ausgeschaltet, die Eltern glauben an keine Zufälle. Ob nun jemand etwas wisse, man sei bereit, Hinweise vertraulich zu behandeln. Das soll uns ebenso klar sein wie der Ernst der Lage. Stille, kein Flüstern. Die Direktorin verlässt den Raum und setzt ihr Gesicht im nächsten Klassenzimmer von neuem wieder auf. Frau Hofgatterer bricht die Stunde ab. Viele ziehen ihre Handys aus den Taschen und versuchen gleichzeitig, Jasmin zu erreichen. Ich habe weder ihre Telefonnummer noch ein Handy. Jasmin bringt keine Hausaufgaben, trägt knapp unter dem Hintern abgeschnittene Jeans und hat mich ein einziges Mal angesprochen, als sie kein Feuerzeug finden konnte, um sich ihre nicht ganz so heimlichen Zigaretten anzuzünden. Jasmin, natürlich, denke ich mir und erschrecke im selben Moment über meinen Gedanken. Wer, wenn nicht sie, gerät in den Strudel, in die Abwärtsspirale aus Übersättigung und Ausbruchsfantasien? Jasmin, die es darauf anlegt, wie Vater sagen würde, die es im Sommer nicht bei einem Liebhaber belassen kann, der es nichts ausmacht, wenn sie Bitch genannt wird, die mit dem Burschen über die jüngst hochgeladenen Pornos fachsimpelt und kein Problem damit hat, sich selbst in eindeutigen Posen zu fotografieren, die dann im Internet kursieren. Jasmin ist nun also verschwunden. Wen wundert's, denke ich mir,
und stelle mir vor, wie sie in einen Postbus gestiegen ist, der sie zum nächsten Bahnhof bringt und in einem Zug in die Hauptstadt hält. Jasmin, die einfach keine Lust mehr hatte, zu ihren drei Prüfungen zwischen 4 und 5 in Mathe, Geografie und Französisch anzutreten. Die im Netz vielleicht einen Typen kennengelernt hat, der ihr das Blaue vom Himmel herunter versprochen hat und der sich dann wundert, dass sie doch noch sehr minderjährig ist. Aber ich habe keine Beweise, was soll ich sagen? Keiner wird mir glauben, dass ich sie besonders gut kenne. Also sitze ich da und starre aus dem Fenster. Der Himmel ist unglaublich blau und auf den Gipfeln ist kein Quadratmeter Schnee auszumachen. Vielen Dank.